Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge TransSymbol 4, der Danny spielt das hier zusammen auf dem PC. Wir befinden uns heute auf der Strecke Hauptstrecke Rhein-Ruhr, und zwar befinden wir uns genauer gesagt am Duisburger Hauptbahnhof im Betriebswerk. Und wir haben heute die Aufgabe, einen Zug bereitzustellen, ein IC an den Bahnhof zu bringen und den dann bis nach Essen zu fahren. Bevor ich das Geheimnis lüfte, mit welcher Lok wir unseren IC an den Bahnhof bringen, habe ich mir gedacht, ich starte einfach mal wieder ein bisschen hier aus dem Betriebswerk, mache mir da so ein bisschen eigene Szenarien, bastel mir so ein bisschen was zusammen. Das macht, glaube ich, am meisten Spaß. Und ja, ich würde sagen, wir gehen es an. Ich habe das schon soweit getestet, habe es auch hinbekommen, dass wir einen freien Fahrtweg haben. Wir haben grün, wir haben alles soweit erledigt. Wir brauchen eigentlich nur noch zum Bahnhof zu fahren. Und ja, ich würde sagen, dann schaut euch das mal an, was ich hier gebastelt habe. Genau, wir haben die BR363 von der Deutschen Bahn an den IC gesetzt, und der wird den IC jetzt in den Bahnhof bringen. Ein gängiges, realistisches Vorgehen. Anders gesagt, Alltag bei der Deutschen Bahn. Besonders an großen Bahnhöfen wird das, glaube ich, oft gemacht, dass eine Diesellok der BR363 den Rangiervorgang übernimmt und den Zug dann in den Bahnhof bringt oder an den Bahnhof, an den Bahnsteig, wo dann die Lok dann da zukommt und dann ankoppelt und dann die Reise auch losgehen kann. Und ich würde sagen, wir machen hier ein kleines schickes Foto und verlassen den Fotomodus, und dann sehen wir zu, dass wir an den Bahnhof kommen. Sind hier schon ein bisschen Leistung ausschalten, und viel Rauch vom Fleck kommt, ist natürlich schwer für die Lok. Aber das wird sie schon schaffen, eigentlich stark genug, die gute. Ist jetzt auch nicht, wer weiß, wie schnell werden. Geht ja nur darum, den Zug an den Bahnhof zu bringen. Doch eigentlich soweit ganz gut aus. Fahren jetzt auch nicht sonderlich schnell. 15 km/h, ich denke, das ist vertretbar. Rangiervorgang ist, glaube ich, sowieso Höchstgeschwindigkeit oder maximal zugelassene Geschwindigkeit 25 km/h. Von daher sind wir da gut dabei. Sind jetzt auch schon am Bahnsteig. Da müssen wir gleich noch die Lok da hinbekommen. Das machen wir gleich auch schön, so wie es im Alltäglichen ist. Wunderschön. So, ihr seht, wir sind hier noch ein ganzes Stück vom Bahnsteig entfernt. Müssen aber auch vorne drauf aufpassen, dass wir nicht über das rote Signal schießen. Haben wir noch 150 Meter. Das sollte eigentlich passen. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der Bahnsteig ist. Das Ende des Bahnsteigs ist gleich erreicht. Ein bisschen können wir aber noch. Doch alle Wagen an dem Bahnsteig dran stehen. Hier noch 50 Meter bis zum roten Signal. So. Das dürfte genügen. Wir stehen vollkommen an dem Bahnsteig.
Wenn die Türen öffnen, funktioniert das denn oder funktioniert das nicht? Ne, wahrscheinlich hat der nicht die Türöffnungsfunktion. Nun gut, dann müssen wir aufstehen. Und zwar diese Lok abkoppeln. So, was haben wir getan? Können wir wieder einsteigen? Könnt ihr jetzt auch eigentlich einfach entfernen, aber das ist ja wäre zu einfach. Wir müssen jetzt natürlich erstmal wieder uns eine Route legen, damit wir vom roten Signal wegkommen. Den parken wir mal an. Parken wir diesen jetzt hin. Wir sind hier. Könnt ihr doch einfach hier ins Stumpfgleis fahren lassen, oder? Das müsste doch funktionieren. Ja, wunderbar. Gut, dann die Bremse lösen. Jetzt einfach ein Stumpfgleis fahren. Ah, ein bisschen kann sie noch, glaube ich. Noch ist ein bisschen Platz bis zum Prellbock. Wunderbar. Damit hätten wir das erledigt. Dann können wir die eigentlich abstellen. Machen wir das hier mal aus. Den machen wir auf. Ja. Ja, lassen wir so. Dann machen wir Motorstopp. Den Generalschlüssel auf aus. Genau. Und dann sind wir mit der Lok hier eigentlich fertig. Genau. Können wir aussteigen. Verriegeln, die hat ihren Dienst getan. So, jetzt brauchen wir natürlich noch unsere ne, eigentliche Lok. Die, jetzt müsst ihr euch mal eben schauen, wo ist denn unser Wagenpark? Da. Das wäre natürlich praktisch, wenn wir jetzt den hier hinstellen, dann könnten wir, glaube ich, so hier über das Gleis auf das Gleis. Dann müssen wir eigentlich hier hinkommen. Hier bimpfen wir jetzt. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Die jetzt hier so hinstellen. Da sind sie. Ja. Wir versuchen es einfach, würde ich sagen. Wir versuchen es einfach. Nehmen wir uns heute mal die. Welche nehmen wir uns denn? Die sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Das ist aber falsch herum. Das ist aber falsch herum. Das heißt, wir müssen die gleiche nochmal nehmen, aber dann müssen wir die so herumstellen. Genau. Jetzt passt es. Stellen wir das Tier ein. So, dann müssen wir den Fahrtrichtungswender auf rückwärts verlegen. Da müssen wir uns noch eine Route legen. Und zwar müssen wir die natürlich hier an unser Wagenpark irgendwie hinkriegen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, es funktioniert. So,
Wir schauen, ob wir Bremse lösen. Dann sollten wir in diese Richtung fahren. Wir haben 43 Meter rot, das ist doch schon wieder scheiße. Ach, pisst mich das schon wieder an. Warum denn? Was ist denn da jetzt wieder das Problem? Was? Hier stehen. Ah, der. Jetzt. Hier sind, der ist das Problem. Oder? Nee. Ach, wir sind das genau hier. Warum haben wir denn dann rot? Verstehe ich nicht so ganz. Linie? Könnte das möglich sein? Nee, der könnte uns ja eigentlich. Fährt ja nicht über unserem Fahrweg. Aber mal gar nicht. Was ist denn jetzt wieder das Problem? Das sind wir. Das sind wir, so. Warum kriegen wir denn nur noch rot hier? Das nervt doch einfach nur. Nee, dann machen wir es anders. Dann machen wir es anders. Wenn das nicht hinhaut, dann müssen wir es halt Trick 17 machen. Dann müssen wir halt Trick 17 machen. Dann müssen wir halt hinter das rote Signal laufen. Da die Lok positionieren, um das mal so zu sagen. Weil ich habe keine Lust jetzt hier, mich von so einem blöden Signal verarschen zu lassen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, machen wir es halt so. So. Das müsste doch jetzt funktionieren, oder? Auch ohne Route kommen wir an den Wagen ran. Weil es ja stumpf geradeaus muss eigentlich jetzt funktionieren. Weiche haben wir keine mehr, Signale haben wir keine mehr. Fahren wir jetzt stumpf an unserem Wagenpark. Wunderbar, das passt doch. Dann machen wir es halt so. Dann soll es nicht anhalten. Jetzt. Wir haben schon noch ein bisschen Wegstrecke. Ah. Geht das hier Backup oder warum bleibt die dauernd stehen? Ein bisschen Schwung soll die schon haben. Nee, ein bisschen noch. Sieht doch gut aus. So, dann machen wir das natürlich auch professionell. Das geht auf neutral. Zack. Zack. So, dann steigen wir mal kurz aus. Denn wir müssen die Wagenrandkupplung. Wir haben leider keine Kuppler hier. Keine Wagenmeister, wie sich das auch immer noch schimpft. Wisst, glaube ich, was ich meine. Die halt die Wagen ankuppeln. Du hast den falschen Strom an mir gehoben. Das ist dir jetzt auch aufgefallen, oder? Das heißt, die müssen wir noch mal runternehmen. Sonst funktioniert es nicht. Jetzt hast du den richtigen. Aber du sollst den. Warum den Stoppel? Siehst du. Ah, clever. Gut, dann hast du es. So, dann können wir auch die Türen jetzt endlich öffnen.
Zuglicht auf einstellen. Wir müssen sogar die Zugspitzensignale auf weiß stellen. Wir sollten den Hauptschalter an sich auch mal einstellen. Genau, Fernlicht brauchen wir aber nicht. So, doch, das müssen wir schon haben, aber wir brauchen kein Fernlicht. So, das reicht. Es fängt auch noch an zu regnen. Genial. So, Hauptschalter ein. Ach, ich hatte den hatte ich vorhin abgesperrt. Deswegen hat das nicht so funktioniert. Ah, jetzt macht es natürlich auch Sinn. Hab ich gar nicht dran gedacht, an den Bremsschlüssel. So, jetzt müssen wir uns noch eine Route legen. Und zwar fahren wir bis Essen. Das reicht, glaube ich. So. Ja, hier ist Essen, oder? Hier, das dürfte Essen sein, ja. Das dürfte Essen sein. So, wir haben noch einmal Rot. Ich hoffe, das ändert sich gleich. Uhr hatte der nächste Zug Einfahrt, deswegen sollten wir uns jetzt gleich mal so langsam am Acker machen. So, was stört uns denn da jetzt noch? Oh Mann, wir rot. Müssen wir da irgendwas entfernen? Ach, der RE hat wahrscheinlich. Weil kann ja auch nicht, der ist ja total weit entfernt von unserem Gleis. Da müssen wir es halt nochmal machen. Das ist keine Lust, hier stundenlang zu warten, bis wir mal ein rund grünes Signal kriegen. Da müssen wir halt ein bisschen tricksen. Die Türen schon mal verriegeln. So, warum bekommen wir kein Grün? Das ist doch jetzt mies. Ach, der fährt auf unserem Fahrweg. Seht ihr das? Das ist das Problem. Da müssten wir gleich grün bekommen. Na, sagt's denn. So, AFB und Zugsicherungssysteme sollten wir vielleicht auch noch zuschalten. Ich glaube, das macht Sinn. So, 40 zu stellen. Siehst du, jetzt kann man abfahren. Jetzt muss ich erst noch alles machen. So. Haben wir die AFB jetzt? Warum sind die schon wieder auf 0? Das ist doch eine Käse, du. Jetzt. Aber wahrscheinlich wegen dem Zugsicherungssystem. Ja, perfektes Wetter zum Zugfahren heute. Genial. Hier noch mal ein bisschen. Nein. Die Scheinwischer haben, Mann. So. Hier steht unsere gute BR363. Diese Lok, die unseren IC an den Bahnhof gebracht hat. Wir haben gleich wieder gelb. Wir sind hier auch zu schnell. Warum auch immer. Ja, eigentlich AB 40, oder? Oh, oh. Na gut, dann sag ich nichts. So. Jetzt haben wir grün. Das ist sehr gut.
Das ist sehr gut. Eieieiei. Nur mal ein schickes Foto und dann sollten wir das endlich hinkriegen. Genau. Zack. Mit unserem IC. So, wir dürfen 60. Radschlupf, das wollen wir nicht. Schon 150. Ja, so ungefähr oder nicht nur ungefähr, so läuft das dann ab täglich an deutschen Bahnhöfen. In der Realität, im Vorbild, dass eine Güter-Diesellok den Zug halt an den Bahnhof bringt, also ihr wisst, was ich meine, den Passagierwagen. Und die eigentliche Zuglok kommt dann hinzu, wird angekoppelt und dann nach Abfertigung des Passagierzu- und Ausstiegs, beziehungsweise in dem Fall ja nur Zustiegs, weil während des Rangiervorgangs sind ja keine Fahrgäste zugelassen. Also in dem Fall nur des Zustiegs, wenn das dann abgeschlossen ist, geht dann die Reise zu dem Ziel des Zuges los. Und das habe ich jetzt so ein bisschen versucht nachzustellen. Ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, wenn vielleicht nicht alles hundertprozentig real war, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Nur so kann ich besser werden, nur so kann ich die Fehler abstellen, die ich vielleicht eventuell noch habe und das Ganze dann beim nächsten Mal noch realistischer und ohne Fehler euch versuchen zu präsentieren. Und nur so macht es noch mehr Spaß. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß, immer wieder neue Dinge zu probieren, immer näher ans Vorbild ranzukommen, an die Realität. Und euch das Ganze dann zu zeigen. Es macht wirklich richtig Spaß, das Ganze zu testen, das Spiel auszureizen, die Möglichkeiten, die einem hier in vielfacher Zahl gegeben sind, auszunutzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, DTG hat wirklich einen fantastischen Job gemacht hier. Die Freiheiten, die man hier hat, die Möglichkeiten, die man hier hat, vom allerfeinsten, das kann man einfach nur sagen an dieser Stelle. Also mir macht es riesen Spaß, das Ganze auszuprobieren, immer wieder neue Dinge zu machen, immer näher an die Realität zu kommen. Warum haben wir denn jetzt gleich rot? Das ist doch jetzt blöde. Hat sich da etwa einer auf unser Gleis verirrt? Oder was ist da jetzt das Problem? Müssen wir doch mal kurz nachschauen. Wobei, wir müssen wahrscheinlich gleich quittieren. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich das nicht verpasse. Wobei, noch ist, da wäre mein 1,6 Kilometer rot. Das ist definitiv Fakt. Da ist wahrscheinlich unser Gleis blockiert. Anders kann ich mir das nicht erklären. So, jetzt ist
grün. Dann können wir auf 110 beschleunigen. Ich denke mal, da war irgendjemand kurzzeitig unterm Gleis. Deswegen hier rot gehabt. So, kommt gleich die 110. Das Wetter wird doch wirklich besser. Im Gegenteil. Ich hätte natürlich auch klar das Wetter benutzerdefiniert nehmen können, aber da macht es ja nur halb so viel Spaß. Ich finde das dynamische Wetter, was man da einstellen kann, immer noch am besten, weil dann halt immer unvorhergesehene Sachen passieren. Ja gut, im Mai ist dann, bleibt dann nicht viel Spielraum, da bleibt eigentlich nur Regen, Sturm und Gewitter. Schnee ist da eher ausgeschlossen, sollte zumindest. Bei dem derzeitigen Klimawandel bin ich mir da auch nicht mehr so ganz sicher, aber das ist eine andere Sache. So, dann haben wir noch 9,8 Kilometer bis Essen, wo wir das Szenario dann beenden werden. Ich wollte euch das auch nur mal so ein bisschen präsentieren, wie nah man eigentlich schon bei diesem Spiel an die Realität rankommen kann, wie einfach das im Prinzip ist. Ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen. So wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Dinge habt, die ich vielleicht noch verbessern könnte, sollte, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil es bringt ja nichts, wenn ihr euch das denkt und meint, da habe ich nichts von. Ihr müsst das schon kommunizieren und nur so kann ich es lesen und dann eventuell besser machen. So, wir dürfen jetzt eigentlich 130 im Moment, dann 160. Oder das, ja genau, dann tun wir das. Wunderbar. Einfach nur wunderschön. Einfach eine wunderschöne Lok, das ist einfach so. Vor allem mit diesem Repaint, das ist so ein schönes Bild. Passt sich optimal an die Wagen an, das muss man mal wirklich so sagen. So, dann sind wir gleich in Essen. Sehr, sehr nice. So, so langsam kommen wir dann auch auf Geschwindigkeit. Wie gesagt, ich kann nicht allzu weit aufschalten, weil wir sonst Radschlupf haben mit diesem wunderbaren Wetter. Dafür sind die Schienen dann, die Gleise einfach zu rutschig und wenn man dann zu viel Leistung auf die Schiene bringt, dann gibt es ganz schnell Radschlupf. Und das ist alles andere als förderlich, ist nicht gut für die Reifen, wollte ich schon sagen, für die Räder und so weiter. Da gibt das dann zu viel Verschleiß und das sollte man dann tunlichst unterlassen. Muss man halt mal ein bisschen weniger Leistung versuchen, auf die Geschwindigkeit zu kommen. Das ist dann halt so. So,
So, wir haben jetzt eh 130 vorangekündigt und dann 110, dann können wir den ganzen Schritt schon machen. Der braucht ja auch eine gewisse Zeit zum Bremsen. Nichts verkehrt. Brauchen da jetzt nicht mit 160 angebraucht zu kommen, die letzten 2 Kilometer. Dafür ist der Bremsweg einfach zu lang, vor allem bei dem Wetter. Zeitdruck haben wir eh keinen, von daher können wir das, glaube ich, ganz gelassen angehen hier. Hört ihr es? Das ist, wenn man zu viel Leistung gibt. Leistung müssen wir schon noch haben. Siefer, Siefer. Die Siefer drücken und dann halten wir an Bahnsteig 6 mit unserem IC. Jetzt mal genäht. So, ein paar Meter haben wir noch. Wir öffnen die Türen und dann beenden wir das Szenario an dieser Stelle. Hier in Essen Hauptbahnhof. Wenn ihr mehr solche Szenarien sehen wollt, die sehr nah an die Realität kommen, rankommen, wenn ich mehr so aus dem Betriebswerk und so weiter fahren soll, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Feiertag, einen Restfeiertag, einen schönen Freitag und vor allem dann ein schönes Wochenende. Nächste Woche ist wieder volle Woche, leider, aber das kriegen wir auch hin. Danach haben wir wieder 2 kurze.
Und danach geht dann meine Tour nach Augsburg los. Also es stehen noch sehr schöne Sachen an. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Kritiken habt, Infos habt, die ich vielleicht noch verbessern kann, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ich mehr solche Szenarien machen soll, schreibt es in die Kommentare. Das war's vorerst mal von mir an diesem Vatertag, an diesem Christi Himmelfahrt. Bis zum nächsten Mal, euer der Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.